Im heutigen Video schauen wir uns auf jeden Fall das nächste Artwork an. Unter anderem geht es nochmal um Niantic und Marvel. Und wir schauen uns auf jeden Fall nochmal einen Clip an, beziehungsweise schauen uns auf jeden Fall an, was David Yu in Deutschland macht. Das und mehr jetzt in diesem Video. Moin Moin und willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, und heute am Steuer mit den schon eben genannten Themen noch viel mehr. Das heißt, wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn du auf jeden Fall in Zukunft auch keine Videos von mir verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit dem ersten Thema. Und zwar starten wir nämlich rein mit dem nächsten Artwork, was wir sehen werden. Das Ganze ist tatsächlich auch schon gestartet, nämlich gestern, und das ganze Bild ist von Steve McNiven. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen an dieser Stelle. Das Ganze ist Captain America Hashtag 25, einmal als Silent Auktion. Das ganze Bild gefällt mir an dieser Stelle sehr, sehr gut. Ich gehe stark davon aus, dass wir auch ähnliche Preise sehen werden wie bei den letzten Artworks. Das heißt, zwischen 10.000 bis 20.000 ist das Ganze meiner Meinung nach jedenfalls an dieser Stelle realistisch, was sich auch in letzter Zeit auch bewahrheitet hat. Und das ganze Startgebot ist hier wieder bei 1.500 Dollar bzw. Gems. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt mitzubieten, dann ist das auf jeden Fall das Mindeststartgebot, was ihr setzen müsst. Das Ganze läuft wieder bis Freitag 21 Uhr deutscher Zeit und dann wird der Gewinner bekannt gegeben. Anschließend habe ich übrigens noch eine Livestream-Ankündigung für dich da draußen. Und zwar werde ich nämlich am Mittwoch um 19.30 Uhr deutscher Zeit beim guten Viviversum wieder zu Gast sein. Wir werden hier sogar zwei Giveaways machen. Insgesamt einmal hier eine Decon VIP-Box mit Band, mit Pass und vielen, viel mehr. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Simon Jackley, der das Ganze hier auf jeden Fall ermöglicht hat. Und es gibt noch bei Frank ein Special Giveaway für seine Kanalmitglieder. Das heißt, wenn du das auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann komm um 19.30 Uhr am Mittwoch vorbei. Wir freuen uns auf dich. Anschließend müssen wir übrigens nochmal über Niantic und Marvel reden, denn Reese hat hier nämlich nochmal etwas dazu getwittert, zu dem ganzen Marvel-Post. Und zwar hat er nämlich hier geschrieben, Premium Digital Content, you say, also Premium Digital Content hast du gesagt. Biggest brands in the world using augmented reality to create a new and interact experience for fans. Also große Brands werden hier an dieser Stelle augmented reality nutzen, um ein interaktives Spiel zu kreieren, was an dieser Stelle schon mal sehr interessant klingt, was eigentlich auch so in die Richtung geht, was wir sehen wollen von Vivi und vielen anderen Brands. It's so crazy, it just might work. To be clear, this announcement has nothing to do with Vivi just enjoying the paradigm shift. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass Reese natürlich hier damit sagen möchte, ja, wir von Vivi haben natürlich mit dem gar nichts zu tun. Das kann natürlich auch an dieser Stelle sein. Wir wissen es an dieser Stelle nicht, aber ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass wir hier in irgendeiner Weise eine Verbindung sehen werden. Ich habe dazu ein Video gemacht, das heißt, wenn du das ganze Video noch nicht angeschaut hast, dann schau dir es auf jeden Fall an. Und mit Pokémon Go 2.0 soll das auf jeden Fall an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden. Damit meine ich die Größe des Spiels, nicht, dass wir ein zweites Pokémon Go bekommen, nur an dieser Stelle, um das klarzustellen. Und wenn du ein weiteres Video auf jeden Fall an dieser Stelle noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir es auf jeden Fall an dieser Stelle auch, nämlich die Top 10 Mitarbeiter bei Vivi, beziehungsweise 10 Vivi-Teammitglieder, die ich euch einfach hier mal vorgestellt habe. Unter anderem Leute, die ihr schon kennt, aber vielleicht auch noch Leute, die ihr nicht kennt. Und meiner Meinung nach ein wirklich wichtiges Video, wenn du da draußen verstehen möchtest, warum es auch so krass ist eigentlich, was Vivi auch als Team hinterstehen hat. Deswegen, ich werde das Ganze hier beides einmal oben im i verlinken. Kann ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall nur empfehlen, nach dem Video dir das noch anzuschauen. David Yu wurde außerdem in Deutschland gesichtet, und was er hier macht, das werden wir auf jeden Fall jetzt auch in diesem ganz kurzen Part einmal besprechen. Und ich werde euch einen ganz kurzen Ausschnitt einmal hier von meinem Stream zeigen, den ich nämlich auf der Decon gemacht habe, wo ich auch David Yu tatsächlich schon gefragt habe zu diesem Thema und wo er mir auch schon gesagt hat, dass er in Deutschland bald sein wird. Und was da auf jeden Fall interessante Informationen sind, das kannst du dir jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz anhören. Ich entschuldige mich an dieser Stelle wirklich für die sehr, sehr schlechte Audioqualität. Ich werde versuchen, das so gut wie möglich im Schnitt für dich nochmal hinzubekommen, dass du das auch ordentlich verstehst. Aber jetzt schau dir auf jeden Fall mal diesen ganz kurzen Clip an. Yeah, this trip I think I go to Cologne and then I will be going to Frankfurt for a day. In Berlin? Yeah. Berlin? Not this trip, but maybe the next trip. Okay. Yeah, a work trip. Yeah. So yeah, Germany is going to be something we really want to focus. There's a lot of brands coming out from Germany. Okay. Yeah, including car brands, things like that. Yeah, a lot of vehicles. Yeah. Nice, nice, nice.
So, wie ihr jetzt gerade schon gehört habt, es werden einige neue Brands auch aus Deutschland dazukommen. Wahrscheinlich jetzt nicht relativ zeitnah, aber in Zukunft. Unter anderem hat er hier auch Car Brands genannt. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir Firmen wie zum Beispiel Mercedes unter anderem auch sehen werden. Eine weitere sehr interessante Nachricht, die wir dann aber auch bekommen haben, war nämlich dann von Dr. Profit. Denn der hatte nämlich in der Telegram-Gruppe geschrieben, dass anscheinend David nicht nur wegen Carbrands und so weiter in Deutschland unterwegs ist, sondern anscheinend unter anderem auch in Europa wegen Musiklabeln unterwegs sind. Dass ein Thema Musik natürlich auch bei Vivi eine große Rolle spielt, wissen wir schon seit geraumer Zeit, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir hier auch noch in Zukunft sehen werden aus den Musiklabeln bzw. auch aus der Carbranche. Könnt ihr mal auf jeden Fall eure Meinungen, auch eure Ideen dazu unten mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was für Musiklabel beziehungsweise was wir auch theoretisch gesehen an Carbrands zum Beispiel oder auch Vehikeln aus Deutschland sehen könnten. Und wenn man sich das jetzt einfach mal anschaut, was wir zum Beispiel in Frankfurt für Autobrands beziehungsweise auch für Carbrands einfach haben, dann sieht man hier zum Beispiel Opel, wir haben hier unter anderem auch Mitsubishi oder Honda Motor Europa. Und wir haben zum Beispiel aber auch in Köln ziemlich interessante Werke mit dabei, beziehungsweise hier ein Werk, nämlich das Ford-Werk mit dabei. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier einige Car-Brands, die realistisch sind, die wir auch tatsächlich bei Vivi irgendwann sehen könnten. Das Ganze ist, denke ich mal, jetzt nicht in einem Jahr realisierbar, aber in Zukunft definitiv. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was für Firmen wir hier auf jeden Fall auch noch mit an Bord bekommen und was für Musiklabels wir anscheinend auch, ja, vielleicht mit irgendwann bei Vivi an Bord sehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass natürlich an dieser Stelle auch Disney extrem wichtig ist, denn Disney ist natürlich ein sehr wichtiger Partner für Vivi, um zu zeigen, wir haben eine sehr große Marke, die hinter uns steht, die schon auch mit Vivi gesigned hat über mehrere Jahre und das sozusagen auch tatsächlich als, sage ich jetzt mal, Inspiration beziehungsweise auch als Motivation für viele andere Brands gilt, auch dort mit einzusteigen, wo Disney eingestiegen ist. Wenn Disney nämlich diesen Schritt geht, dann denke ich mir, werden viele Unternehmen einfach nachziehen, weil sie sehen, okay, Disney ist einfach ein erfolgreicher Brand und diese werden dann einfach nachziehen. Ich bin aber, wie gesagt, auf jeden Fall extrem gespannt auch auf deine Meinung, was du zu diesem ganzen Thema hältst, was David Yu hier in Deutschland für Brands oder auch für Labels vielleicht besucht hat. Schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Gebt dem ganzen Video ein Like, dass noch mehr Leute auf jeden Fall dieses Video sehen. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.